Hallo Leute, hier bin ich's mal wieder, euer WWE-Sammler 14 mit einem neuen Update meiner Wrestling-Figuren. Mit einem neuen Update von Wrestling World. Ihr werdet das jetzt gleich sehen, ein neues Unboxing, nicht ein neues Unboxing, sondern ein Update, was ich alles neu bestellt habe. Die meisten wissen es vielleicht schon. Bei mir ist die heute eng getroffen. Und ich mach das mal auf. Warte mal schnell wieder. So, muss ich schnell aufmachen. So, jetzt ist es offen. Ich freue mich richtig drüber. Und jetzt sieht man es schon. Hier sieht man es tatsächlich. Das Update mal richtig übelst. Ich werde mal anfangen mit den ersten zwei Figuren. Mit Triple H und Rey Mysterio aus der Basic 23. Die letzten, die mir aus der Serie noch gefehlt haben. Mal richtig geil. Der Rey Mysterio hat, glaube ich, 5 Euro gekostet und der Triple H 8 Euro. Also das ist super Preis. Die letzten, die mir gefehlt haben. Jetzt fehlen mir nur noch 3 aus der Basic 21. Und dann habe ich meine Wall von 1 bis 65 komplett. Freue mich richtig, die aufzuhängen. Die bleiben auf jeden Fall Mock. Das ist die Nummer 1. Der Ray kommt mit dem grünen Outfit. Triple H mit einem coolen Headscan. Dann geht's weiter mit den schon lange ausverkauften und immer wieder ausverkauften Battle Pack. Mit Titus O'Neil und Darren Young mit dem Stoppschild. Die Primetime Players. Titus First Time in the Line. Der Headscan ist super gut getroffen, auch von Darren Young. Super schönes Battle Pack. Freue mich richtig, das hier auszupacken. Wird Hammer werden. Hier die anderen Figuren in der Serie. Hammer geil. Also heute ist für mich so eine Art Weihnacht gekommen. Weihnachten. Und hier ist die letzte Serie, die ich komplett habe. Die Elite Serie 20. Da fangen wir mal an mit dem John Cena. Mit dem verbeulten Money in the Bank Koffer. Aber der gehört nicht verbeult. Normalerweise. Also da hat Wrestling World schon wieder irgendwie einen Scheiß gemacht. Okay, ich kann drüber hinwegsehen. Sieht halt ein bisschen verbeult aus, aber mein Gott. Ich kann wie gesagt drüber hinwegsehen. Ist jetzt nicht so schlimm. Wäre schlimmer, wenn an der Figur was wäre. Das werden wir dann beim Unboxing sehen. Ja, werden wie gesagt beim Unboxing sehen. Das, die komplette Elite werde ich unboxen. Dann geht's weiter mit Santino Marella, mit der Cobra, mit der Stoff-Cobra. Richtig coole Figur. Endlich wieder ein neuer Santino Elite mit der Stoff-Cobra. Gefällt mir super. Dann hätten wir hier Cody Rhodes. Cody Rhodes tatsächlich, ja, ist es. Mit dem richtig Hammer, also das ist richtig Hammer, also das sagt glaube ich jeder. Richtig Hammer Mantel, wäre mir lieber gewesen, wenn er Stoff gewesen wäre oder den Intercontinental Titel, den weißen dabei hätte, aber trotzdem richtig coole Figur. Hier die anderen in der Serie. Machen wir weiter, endlich ist er draußen, der Flashback Christian. Jetzt kann ich den endlich zum Edge hin dazu stellen. Ich spiegle voll in der Kamera. Lol. Kann ich jetzt endlich zum Edge dazustellen. Hammer. Coolige Figur. Kommt hier in dem alten Outfit. Dann geht's weiter mit CM Punk. Der WWE Champion. Aber jetzt ist er nicht mehr WWE Champion. Jetzt haben wir den Schwuchtel The Rock als Champion. Also, der soll lieber wieder Filme drehen. Also hier ist auf jeden Fall der Best in the World, CM Punk, richtig coole Figur, leider nicht mit dem gelben CM Punk Shirt, aber das war ja geplant, wie ich weiß, dass so ein gelbes kommt, aber ist dann irgendwie doch nicht gekommen, aber ja, trotzdem gefällt mir die Figur richtig gut. Und jetzt mit zur besten Figur, hier ist sie schon, hier fliegt sie mir schon entgegen, Y2J Chris Jericho. Ja, er hat jetzt einen neuen Vertrag in der WWE bekommen. Gott sei Dank, ich mag diesen Typen einfach nur noch. Der ist einfach Hammer. Royal Rumble hat er sein Comeback gefeiert. Hier kommt er mit seiner Jacke. Die ist natürlich richtig Bombe.
Und wenn man ihn dann im Dunkeln anleuchtet, dann leuchten diese Punkte hier blau. Das ist richtig geil. Also der Y2J, also hier steht es auch in Glutes Glow in the Dark Jacke. Also das ist eine Bombenfigur. Also wer mir recht gibt, bitte liken. Also Hammer neue Serie, Hammer neue Figuren, wie wir hier auch sehen. Und dann, das war's vom Wrestling World Paket. Und dann ist heute noch eingetroffen der Undertaker Toys R Us Exclusive 20 zu 0. Der bleibt auf jeden Fall Mock. Headquarters only at Toys R Us. Von eBay billig bekommen. Finde ich richtig geil. Die Figur. Und jetzt kommt's für die Poketuber. Da kommt gleich ein Opening von meinen drei Pokémon Plasma Storm, heute erschienen Boosterboxen. Die habe ich von Toy Palace bestellt, aber dazu später im Opening. Das war's dann von mir mit meinem riesen Update und ich glaube, für jeden ist was dabei. Ja, und ich wollte mich noch bedanken für fast 700 Abonnenten. Das ist so krass. Es fehlen noch 10 Abos. Richtig geil. Also das gilt dann auch als Special natürlich. Das wollte ich eigentlich als 700 Special haben, habe aber noch keine 700. Wird aber trotzdem so zählen. Das war's dann von mir und ich sage Tschüss, bis dann und ihr seid top, Leute. Ciao, macht weiter so.